wir möchten heute bei unserem Patienten Zahnersatz einsetzen. Und das wollen wir möglichst steril machen. Das heißt, wir applizieren davor auf jeden Fall einen Spanngummi, um wirklich absolute Trockenheit zu gewährleisten. Und das bereitet die Amira gerade vor. Wir betäuben immer, bevor wir den Zahnersatz einsetzen, sodass der Patient nichts spürt von der ganzen Behandlung. Wir arbeiten alle mit Lupenbrille, mit wirklich großer Vergrößerung, fünffache Vergrößerung mindestens, sodass wir eine optimale Sicht haben auf den Arbeitsbereich. Und jetzt applizieren wir das Spanngummi, was wirklich bewirkt, dass kein Speichel an die Zähne rankommt, keine Bakterien, und wir können den Zahnersatz ganz ohne irgendwelche Einflussfaktoren einsetzen. Dann ist es wichtig, die Zähne richtig sauber zu kriegen. Das heißt, wir strahlen die nochmal ab mit Sand. Wir applizieren nochmal eine Säure, die nochmal die Oberfläche vergrößert, um eine noch bessere Haftung zu erzielen. Und dann wird ein Adhäsivsystem hier in den Zahn wirklich einmassiert, um eine optimale Haftung zu erzielen. Wir haben hier versucht, die Zähne wirklich minimalinvasiv zu präparieren. Das heißt, wir wollen sehr substanzschonend arbeiten, um möglichst wenig vom Zahn zu entfernen. Und das sind dann wirklich nur kleine Tabletops, die den Zahn wieder rekonstruieren und nur das ersetzen, was Füllung ist und was vom Zahn letztendlich fehlt. Und dann setzen wir die Teile Zahn für Zahn ein. Und hier sieht man schön, dass unter dem Kofferdamm wirklich alles ganz steril versorgert werden kann, nichts an die Zähne rankommt. Das funktioniert dann sehr gut. Und dann härten wir das mit Licht und gewährleisten so, dass der Zahnersatz wirklich optimal an den Zähnen haftet. Dann wird mehrfach kontrolliert. Die Assistenzen arbeiten auch mit Lupenbrille, können auch super versäubern, und dann kontrollieren wir das Ganze doppelt. Und man sieht so ganz leicht den Übergang von der Keramikversorgung zum Zahn. Liegt aber daran, dass die Zähne sehr austrocknen unter diesem Spanngummi, die ganze Flüssigkeit dem Zahn entzogen wird. Und dadurch ist der Zahn immer einen Ticken heller als der Zahnersatz. Und dann weiß man wirklich, wenn man dieses Spanngummi entfernt, dass es hinterher perfekt sein wird, eine Stunde später. Und das Gleiche haben wir auch noch im Oberkiefer vor, denn auch dort sehen wir, dass Zahnhartsubstanz an einigen Zähnen fehlt. Und dort wurden auch Implantate gesetzt und mehrere Zähne sind nach diesem Trauma, nach dem Sturz, abgebrochen, und die werden später dann auch wieder aufgebaut.